Hallo, mein Name ist Liz Kunja von Greenpeace. Wir sind heute in Berlin vor dem Bundestag, weil bald eine Entscheidung ansteht zum CETA-Abkommen, das Handelsabkommen mit Kanada. Wir bei Greenpeace sind nicht gegen Handel mit Kanada, wir sind aber gegen die private Schiedsgerichte, die dieses Handelsabkommen mit sich bringt. Diese private Schiedsgerichte erlauben Investoren, gegen Staaten zu klagen, wenn diese Maßnahmen treffen, die den Profit der Konzerne treffen. Das finden wir undemokratisch, ungefährlich. Der Bundestag kann und muss aber dieses private Schiedsgericht noch stoppen, indem die Bundestagsabgeordneten alle gegen CETA abstimmen. Das könnten wir noch gewinnen.